Ja, ich wollte fragen, ob du mir da jetzt helfen kannst mit dem Fischen, weil ich kann zwar ganz Ja. gut Speerfischen, aber da hört es dann leider auch auf, muss ich ehrlich zugeben. Ja, du schlitzt hier unten auf, zack, dann packst du hier die Gedärme, da oben machst du nochmal einen Schnitt und dann zack, reißt du die ganzen Gedärme raus, schneidest den Kopf ab, schneidest die Schwanzflosse ab, schneidest hinten die Finne ab und schon, zack, hast du den Fisch, den man essen kann. Schneidest ihn auch in der Mitte durch, hast du zwei Filets. Bitteschön. Aber flott. Ja, Fische geht einfach. Mal beeindruckt. Weißt du, das Schwarze, was du da rausholst, das ist die Scheiße von dem Fisch. Die musst du nicht mit essen nehmen. Das klingt vernünftig. Die Bodengeweihten hatten sich übrigens dann von euch getrennt, nachdem ihr dann morgens die Zelte aufgebaut oder abgebaut hattet, eure Sachen zusammengerödelt. Werden die sich doch mal von euch verabschieden, bedanken oder sowas gibt es da nicht, weil, na gut, immerhin hattet ihr ihn auch verletzt. Gehen dann den Pfad weiter nach unten von da, wo ihr gekommen seid. Geben euch aber nochmal die Warnung mit auf den Weg, dass es hier, wie gesagt, Ghule gibt und das sehr gefährlich werden kann. Offensichtlich rotleuchtende Wölfe. Ja, auch die Wölfe und die Augenpaare haben sie ja gesehen und die Spuren haben sie wohl ähnlich gedeutet wie du. Deswegen haben sie dann, nachdem die Wölfe ausgewichen sind, ja, ihre Streitkolben wieder weggetan. Wenn man da keine Ghule töten kann oder naja, Wölfe, die dann wegspringen, das bringt ja auch nichts. Und ja, nehmen das so zur Kenntnis. Aber das ist nicht deren Aufgabe. Ja. Wir werden da trotzdem ein Auge drauf haben müssen. Deswegen schmeißen wir auch jetzt alles, was wir nicht essen können, ins Feuer, damit die nicht auf die Idee kommen, wir würden denen irgendwas da lassen. Ja, aber sind Ghule nicht relativ doof? Wenn wir hier jetzt Essen da lassen, dann locken wir Das die sind ja alle keine hierhin. Ghule, das sind ja Wölfe. Ach so. Von denen rede ich. Weil wenn die auf den Drill kommen, dass wir ab und zu mal Essen für die liegen lassen, werden die uns erst recht folgen. Und wenn es dann irgendwann nichts mehr gibt, werden sie vielleicht auf die Idee kommen, dass wir doch bestimmt genauso gut schmecken wie Steinböcke. Ja, deswegen müssen wir die ganze Fischgedärme und sowas alles, müssen wir dann hier ins Wasser wieder schmeißen. Da wo du Speer gefischt hast, dann verfolgen die uns nicht. Gut, wenn ihr das sagt, dann mache ich das. Ich weiß nicht genau, dass es so ist, aber zumindest dann sind wir erstmal den Geruch los, weil wir uns dann die Hände abwaschen können. Ja, der Schnee hat übrigens nicht nachgelassen. Es schneit weiterhin und es ist, wie gesagt, kalt. Der Wind zieht ziemlich an eurer Kleidung. Wir schauen nochmal Sorry. auf die Kälteregeln. Auch da wäre nochmal wichtig. Aktuell haben einige Leute ja feuchte Wolle. Wenn das so bleibt, dann wird sie bald nass. Durften wir gestern Nacht nochmal. Nee, ach nee, war nur noch ein Tag, sorry. Es war der erste Tag, genau. Aktuell ist es frostig, zumindest von den Temperaturen her, aber mit dem Wind, der hier oben herrscht, in den Hügeln, ist es schon eisig. Das heißt, gefühlt könnte es bis zu minus 35 Grad kalt werden. Bis zu. Das Welche bedeutet, Kälte? dass ihr braucht also das ist Kälteklasse 5. Damit ihr keinen Schaden mehr bekommt, braucht ihr mindestens Kälteklasse 4. Ist das bei allen der Fall? Also ich bin derzeit mit Kälteklasse 5 angezogen. Ich habe aber auch noch einen Umhang, den ich abgeben könnte. Ich würde sagen, geh doch mal einzeln durch. So, dann fangen wir bei Abdul an. Kälteklasse 4? Ich habe Kälteklasse 4 und meine Kleidung ist nicht feucht geworden, was nämlich die Kälteklasse um einen reduziert. Habe mir. Die an der Hände muss Kälteklasse 2 bzw. am Kopf Kälteklasse 3. 2. Ja gut, dann ist das die kleinste Klasse. Dann Und reduzierst du das. ist deine Sache feucht geworden? Hast du die Hauswirtschaftsprobe Nein. Feucht ist bei Wolle Die egal. hat er aber geschafft. Bin ich der Meinung. Okay. Wenn ich Wollhandschuhe und Pelzhandschuhe übereinander tragen kann, kann ich das? Keine Ahnung, hätte ich 3 nur an der Hand. Natürlich, ich kann alles übereinander tragen. Ja, ich finde es bloß ein bisschen komisch, aber okay, wenn es funktioniert. So, dann hast du 3, ja? Dann gehst du von eisig auf frostig, auf kalt auf kühl. Da kriegst du ein W6 Kälte-TP pro 6 Stunden. Und wenn der Tag, ich gehe einfach mal jetzt von 12 Stunden aus, die ihr dann irgendwie mit Wandern, mit Reisen beschäftigt seid, weiter schwitzen. Das heißt, das sind 2 W6 Kälte-TP, die du jetzt in diesen 12 Stunden bekommst. Bitte einmal auswürfeln. Amenelaos, wie sieht's bei dir aus? Kälteklasse. 4 und es ist nass. 4 und es ist nass. Das ist Wolle. Und wenn es Überwiegend Pelz. jetzt aktuell ist es noch feucht. Heute Abend, wenn du die Hauswirtschaftsprobe nicht schaffst, dann wird es nass, genau. Regelfrage. Mit dem Sappefaktor kann ich getrocknetes Blut rauswaschen? Kann ich gefrorenen Schweiß rauswaschen damit? Ach, bestimmt. Das kostet hier Ja, noch doch, 4 ASP, doch, macht doch, er doch. das ist okay, ja. Also dann ist es zumindest nicht mehr ekelhaft mit deiner Eitelkeit, genau. Nur eine Regelfrage, weil dann muss ich eventuell keine nassen Sachen machen, wenn ich es absichtlich einfriere. Das ist ja, okay. Überlege ich mir nochmal.
wenn du es einfrieren lässt, gut. Können natürlich andere Sachen passieren. Abelmir, Amenelaos, Eisemann, Torgosch. Drei. Dann gehst du von eisig auf frostig, auf kalt, auf kühl, dann kriegst du auch ein W6 Kälte-TP pro 6 Stunden. Das sind 2 Stück. Starkert. Beziehungsweise... Auch drei. Auch dann kriegst du 2 W6. Hierodin. Ich laufe mit 5 rum. 5. Dann passiert die ist feucht, aber das ist Wolle. Ich habe noch einen Umhang aus dicker Wolle, den ich gar nicht brauche, wenn den niemand haben möchte. Ich hätte ihn gerne. Das würde dann an dieser Nacht würde das dann wieder relevant werden. Ja, ihr steigt weiter nach oben, den Sichelstieg. Es ist kalt, es ist unangenehm. Ihr friert bitterkalt. Hat irgendjemand eine Wunde bekommen bei den Schadensmöglichkeiten? Ja. Dann ist das eine Kältewunde. Wo ist die? Einfach auswürfeln? Wo ist deine... Achso, du hast überall gleiche, ne? Ja. Ja, dann würfel mal aus. Naja, aber du kriegst eigentlich ja einmal 2 Schaden und einmal 6, ne? Oder kriegst ja, das du egal, nein, das deckt sich hoch, bis es behandelt wird. Das wird nicht weiter abgebaut. Kriegt man auch von Kältewunden den Extraschaden bei einer Torsowunde? Meines Wissens nicht, nein. Dann kannst du dir viel wieder aufschreiben. Ja. Genau, die Wunden haben aber die ganz normalen üblichen Auswirkungen, Attacke einbußen, Parade einbußen. Und das kann dann natürlich auch dazu kommen, dass die Geschwindigkeit weiter sinkt, Fernkampf und so weiter und so fort. Aber ab der zweiten Kältewunde stirbt das Körperteil langsam, unaufhörlich ab. Und das bekommt ihr fast gar nicht mehr mit, weil es dann auch gar nicht mehr wehtut irgendwann. Ja, in der Nacht, am Abend, ihr baut natürlich mit Yoga wieder rechtzeitig auf. Sie sucht wieder einen hervorragenden Lagerplatz, wo es ihr denn möglich ist. Achtet wieder auf die verschiedenen Sachen, bringt euch auch bei, wenn ihr da nachfragen wollt, worauf denn zu achten wäre. Und dann wird es wieder Zeit für eine Hauswirtschaftsprobe, die dann eben sagt, ob eure Sachen feucht oder nass werden. Und dann, wie gesagt, wirklich der Kälteschutz eingesenkt. Komm schon, Papa braucht einen Erfolg. Ich hab's auch nicht geschafft. Sag mal, Ömer, kannst du mir meine Sachen aufhängen? Ich wollte mal zu Ragnar gehen und den fragen. Entschuldigung, Abdulon. Ja, klar kann ich das tun. Danke. Ist es erschwert für nach dem ersten Mal machen? Oder sagt der Frosty, nö, mach's dann zweimal Hauswirtschaft? Ja, mach mal eine plus 5, dann, wenn du die Sachen von Ragnar aufhängen willst. Deine Sachen, das ist okay, aber irgendwann gehen dann auch die Stöcker aus, die braucht man ja auch fürs Lagerfeuer, aber ja, du findest dann auch... Das ist gerade noch so gelungen. Ja, findest eine Stelle. Ich würde die 15 neu nicht zurecht. Könnt ihr mir mal zeigen, wie ihr das macht? Torgosch schaltet den Chippy ein. Schafft es gleich. Lass natürlich versuchen. Richtet nochmal die Sachen auf den kleinen Balken da auf. Ich helfe unserem Ritter. Ja, mit einer plus 5 ist das auch drin. Ah, ich habe aber zu dünne Stöcke verwendet, natürlich. Wenn eure Sachen vorher schon feucht waren, sind sie immer noch feucht, aber sie werden zumindest nicht nass. Wie gesagt, wichtig. Okay. Die sind immer noch feucht. Kein Problem. Ja, die nächste Nacht naht, wieder werden die Sachen beisammen geschafft. Yoga würde mal wieder gerne die erste Feuerwache übernehmen, weil sie dann am längsten schlafen kann, wenn denn nichts passieren sollte. Ich möchte jeden untersuchen nach Erfrierung. Wäre der Herr von Dunkelstein? Ja. Würde ich mir für morgen vielleicht eure Mantel ausleihen? Ihr sagtet ja vorhin, ach, mir ist ja gar nicht so kalt. Natürlich, ich habe den extra eingepackt, falls es noch, ihr wisst schon, anfängt zu regnen oder sonst stark zu schneien, aber bis jetzt, nehmt ihn euch vom Pferd. Vielen Dank. Wir sind jetzt gerade am 19. Zauber, richtig, ne? Das ist jetzt der zweite Abend, den ihr hier verbringt. Das genau, jetzt sozusagen, wir haben sozusagen 2 Nächte in der Wildnis verbracht und das ist sozusagen der dritte Tag in der Wildnis, wäre die dritte Übernachtung in der Wildnis, wenn wir jetzt am Abend wären schon. Genau, der zweite Abend. Zwei Abende haben wir jetzt in der Wildnis gehabt. Oder du bist gerade in der Nachtwache, deswegen frage ich gerade so. Richtig, genau. Ihr hattet ja vorher noch, ich muss gerade überlegen, einen Tag habt ihr in Salthil verbracht und einen Tag in Wolfshag. Also das kommt auch noch. Genau, wir haben sozusagen eine Nacht in der Wildnis verbracht, da haben wir den Broni kennengelernt und die zweiköpfigen Wölfe, wenn es so ist. Und dann haben wir jetzt gerade noch eine Nacht verbracht, für die wir die Hauswirtschaftsprobe gemacht haben. Ist die Nacht schon rum?
Nein, 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 nein. Fängt jetzt gerade an. Also wir sind jetzt gerade beim Anteilen der Nachtwache. Das erste Feuerchen prickelt schon wieder. Und während ihr euch das da gemütlich macht, könnt ihr sehen, wie auf dem Wege, der, ja, wie gesagt, der wird immer holpriger, immer ungastlicher, je weiter ihr nach oben kommt, könnt ihr sehen, wie wohl ein Wagen von oben nach unten heranfährt, holpernd, klappernd, ohne dass irgendwie ein Pferd oder ein Zugtier zu erkennen wäre. Aus dem Weg! Aus dem Weg. Ja, klappert einfach heran, fährt und wenn ihr dann das seltsame Gefährt euch betrachtet, könnt ihr wohl sehen, dass da ein Zwerg oben auf dem Kutschbock sitzt. Allerdings ist er sehr dünn, sehr hager, eingehüllt zwar in ein paar Stoffe, die ihn da wohl wärmen, aber ja, ihm fehlt auch ein Bart. Guten Abend, ausgezeichnet. Kundschaft, wie halten wir? Darf ich mich vorstellen? Ich bin der großartige Gringix. Ich habe alles, was ihr braucht. Alles, was ihr braucht. Alles, was ein erfahrener Wildniskundiger braucht. Ich habe alles. Ja, und während ihr dann von seinem Kutschbock runtersteigt, anhält, wie gesagt, das Ding hat kein Esel, kein Zugtier, öffnet sich dann automatisch die Ladentheke so ein bisschen nach oben und ihr könnt ja sehen, ihr könnt sehen, wie da Würste hängen, Käse, Weintrauben, auch einige Weinflaschen, die da stehen in einigen Regalen, Butterfässer, alles, was das Herz irgendwie begehrt, warme Kleidung, auch einige Artefakte, die da schimmern, die dann wohl Dinge ausweisen. Es gibt da Licht, es gibt da Feuer, irgendwelche Magiearten, alles, was jemand braucht, um hier zu überleben. Ferngläser, Okulare. Darkhard beugt sich mal zu Eisemann rüber. Was ist das denn für ein komischer Vertreter deines Volkes? Meine Herren, ich vermute, und meine Damen, ich sehe, wir haben eine stattliche Torwartin dabei. Kann ich euch denn irgendwie behilflich sein? Ich vermute, die Reise wird noch sehr anstrengend werden, gerade wenn ihr auf dem Psychostieg unterwegs seid. Wer möchte nochmal? Ich habe hier alles, was ihr braucht, für eine hervorragende Nacht. Immer schaut mal auf so einen Kringelwurst. Was kostet noch so ein Kringelwurst? Ein Kringelwurst. Er deutet mit dem Finger auf dich. Heute nicht für 3 Silber, nicht für 2 Silber. Ich gebe es dir für 1 Silber, weil ich dich mag. Du bist ein guter Freund. Du siehst so aus, als würdest du ein gutes Geschäft schätzen. 1 Silber. 1 Silber für den ganzen Kringelwurst. Und ich pack dir sogar noch ein Stück Käse oben drauf. Guter Käse aus Fairdog. 2 Stück Käse. 2 Stück Käse, das ist ein Mann, das ist ein Geschäft, das erste Geschäft abgeschlossen. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Ja, immer kann wenig raus und gibt ihm den Silber. Ja, er schnippt den Silber und er verschwindet einfach in der Luft. Reicht dir dann einen guten Kringel mit richtig schöner, geräucherter Fleischwurst und schneidet dir dann zwei Stücke Käse ab und sogar noch eine Weintraube legt er dir dann oben drauf. Super, ja, immer... sieht sich 2 Schritte zurück und fängt erstmal an zu essen. Ein herausragend schlauer Tulabide, den wir haben. Er weiß ein gutes Geschäft zu schätzen. Wer will nochmal, wer hat noch nicht. Wir sehen, wir haben hier 2 Magier. 2 Magier, ihr habt doch sicherlich den guten Geschmack. Ich habe hier ein paar Bosbaranja. Sind die lecker. Die sind sicherlich 200 Jahre gereift. Mehrere Gräulmen leben. Ihr seid ein Gräulm? Ihr seid ein so schlauer Magier, ich hätte es nicht gedacht, dass ihr das noch mitbekommt. Es ist sicherlich kalt hier oben, aber auch ihr werdet sicherlich ich kann ihn euch sogar warm machen, wenn ihr jetzt beim Bosbaranja dazu schlagt. Was ist denn ein Gräulm? Was ist denn ein Gräulm? Junger Mann, ja nur. Junger Mann, ich habe hier ein hervorragendes Buch. Länderkunde. Auch hier steht die Geschichte von uns drin, bis ins kleinste Detail. Auch dich, ich mag dich, du willst etwas über uns herausfinden, du willst etwas über unsere Rasse lernen, gar kein Problem. Ich gebe dieses Buch nicht für 5 Dukaten, nicht für 4 Dukaten, sondern für 3 Dukaten. Ach komm, ich mag dich wirklich, ich gebe dir nochmal 10% und ich werde da Verluste machen mit. Ich gebe es dir für 1 Dukate, dieses Buch, Länderkunde, und wir fangen hier in der schwarzen Sichel an. Hier wirst du uns finden, du wirst mehrere von uns treffen. Wenn ihr mir einen Kringel Wurst dabei gebt, nehme ich's. Sicherlich, für 1 Dukaten krieg ich auch noch eine Stange Wurst für dich da oben drauf. Harte oder schreiche Wurst? Irgendwas? Harte natürlich. Harte Wurst. Der Mann weiß, wie man in der Wildnis überlebt, damit die harte Wurst nicht kaputt geht. Ja. Ich gebe ihm das Goldstück, vermutlich gebe ich ihm irgendwie 4 gehackte Silber,
Punkt ist, er kriegt sein Geld. Und ich hartwurste mich erstmal in irgendeine Ecke und gucke mir dieses Buch an. Ja, Euruk, beziehungsweise Abel mir überlegt ein bisschen, was er über Grollme weiß. Das Horasreich hat natürlich eine lange Geschichte und vieles in den dunklen Zeiten verloren gegangen, aber ihr habt damals die Grollme vertrieben. Das sind raffgierige Händler, wohl alles Tasfarelel-Paktierer oder zumindest, ja, alles, was sie zu Geld machen können. Und wenn es ihre Seele ist, verkaufen sie. Ich gehe mal zu Jerodin hin und flüstere ihm so: Ihr solltet diesen Kreatur nicht trauen. Ich traue ihm nicht, aber deine Wurst ist hervorragend. Es ist eine super Wurst, Abel, Alricio. Wisst ihr, dass so keine Wurst ist? Und meine Freunde von der Zwergenfraktion, zweigleich, ich habe hier gutes Bartöl. Und die kann man so, die ist so gut, dieses Öl, das kann man auch für die Axt benutzen, damit sie nicht einfriert. Hervorragendes Bartöl. Ich will mal gegen seinen Wagen gegenklopfen. Also einfach nur gegen das Holz, aus dem er ist, vermutlich. Die sind magiebegabt, seid vorsichtig. Ich habe sogar Parfüm in dieses Öl gemixt, damit riecht ihr nicht nur nach dem guten Maschinenöl, sondern damit kriegt ihr auch jede Zwergin, wenn ihr eine sehen solltet. Aber sorgt dafür, dass ihr hier nicht rumzaubert. Nicht 10 Dukaten, nicht 9 Dukaten, 8 Dukaten für Bartöl mit Parfüm. Wir schütteln am einen Kopf. Komm mal, Stahlmann. Lass das mal lieber die Großlinge machen. Also, Torgosch, ich finde das schon... Er sagt, damit kriegen wir Zwerginnen rum. Eine Zwergin wird nicht verführt, eine Zwergin wird höflich hofiert, mein junger Mann. Ja, aber denn das Benehmen. Gibt uns Bartöl. Du siehst auch, wie er schon seine kleine Schatulle rausholt. Zählt da auch tatsächlich 8 Dukaten raus und gibt dann 8 Dukaten für Bartöl aus. Naja, es ist ja dein Geld. Oh mein. Wie kann ich dem nächsten Magier helfen? Ich meine, ihr beschwert euch doch immer, dass der Wahn hier so schlecht seid. Trinkt doch einfach weichen und seid glücklich. Schaut einem geschenkten Gau nicht zu tief zwischen die Kiemen. Zähne? Sorgt dafür, dass ihr nicht, dass uns nicht verzaubert und alles andere wird sich wissen. Wie kann ich unserem Freund Torvaler helfen? Auch du, du hast doch sicherlich noch etwas für ein Kraftelixier übrig, oder? Ein gutes Kraftelixier. Ein gutes Kraftelixier. Für starke Muskeln. Er deutet dann so ein bisschen zu der Torwalerin rüber, die gerade über ihre Axt streichelt. Damit kriegst du sie bestimmt rum. Wie viel willst du denn für so ein Kraftelixier? Ein Kraftelixier. Das ist natürlich schwer zu beschaffen, gerade in den heutigen Zeiten. Hast du etwas... naja, er schaut so ein bisschen auf die Esel. Sind das deine Tiere? Ansonsten ein Kraftelixier, was dich für, sagen wir, mindestens 2 Stunden kräftig machen wird. Sagen wir 40 Dukaten. 40 Dukaten? Kein Freundschaftspreis für mich. Ah, komm, du bist ein guter Freund und du feilscht. Du weißt, wo man ansetzen muss. Ich gebe dir für 30. Für 30? 30 Dukaten, ein guter Preis. Ist schon nicht schlechter Preis, muss ich schon sagen. Aber ich muss wohl passen. Ja, da kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Was sagt ihr dazu? Also gut, ich habe noch eine weite Reise vor mir. Ich werde euch bestimmt bald wiedersehen. Wenn ihr irgendwas von mir braucht, ich bin Ringix. Ruft einfach nach mir und ich werde sicherlich irgendwann erscheinen. Vielleicht, falls ihr irgendwann wieder von Weiß-Tobrien oder Schwarz-Tobrien noch mal hier hin wollt. Wenn ihr mal wieder über die Sichel kommt, dann werdet ihr mich sehen. Ja, er klopft einmal, zweimal auf die Holzluke wieder und die gehen wieder von automatisch zu. Und dann springt er wieder nach oben auf den Kutschbock. Sympathischer kleiner Mann. Und den bräuchte es hier oben mehr. Das ist ein Gräuel. Cool. Ist doch egal, was er ist. Wir halten doch Torgosch auch nicht dauernd vor, dass er Zwerg sei, oder? Er knackt ein bisschen, spricht da wohl in so einer knackenden Sprache und dann fährt das Pferd auch wieder los, den Abhang weiter runter. Gräuel würde doch einmal runterverkaufen. Und was der Mund. Oh, danke schön, das ist alles ganz lecker. Was verkaufen? Die würden ihre eigene Mutter verkaufen. Oder eure Mutter. Das sollen sie mal versuchen. Die kennen meine Mutter nicht. Sind diese Wesen bewandert in der Illusionsmagie? Das ist Magiekunde plus 7. Also ich weiß, dass eins dieser Wesen die Unterstadt von Gareth kontrolliert. Seht ihr, selbst in Gareth duldet man sehr wohl. Er nennt sich der Grollmkönig. Nein, der wird nicht geduldet. Oh,
Er zieht dort finstere Machenschaften und ist dort für den, neben den Almadanern und Tobrian, für den Rauschgifthandel zuständig. Also auf Tobrian lasse ich nichts kommen, das glaub aber mal. Wie? Ach, nein, die Leute, die Bande nennt sich die Topria. Das sind wohl irgendwelche Männer und Frauen, die seit der Borbarad-Krise dort nach Gareth geflohen sind und, naja, dort keine vernünftigen Jobs mehr bekommen haben. Aufträge für ihre Zunft. Dann sind sie der falschen Seite des Lebens anhaften gekommen und, nun ja, tätigen sich jetzt unter anderem im Rauschgifthandel. Ja, das weiß ich ja nicht. Mein aufrechter Tobria würde sich doch nie zu so etwas herablassen. Nun, wenn du kein Geld mehr hast, tust du vieles. Naja, jedenfalls, der hier schien doch in Ordnung gewesen zu sein. Er hatte Wurst, er hatte ein Buch. Ich schau da mal rein. Ist das überhaupt auf Kustika Zeichen? Ich nehme auch Ptolemidia. Ich nehme auch Zayat. Ja, ich weiß nicht. Gucken wir mal nach. Nun, ich würde nicht unbedingt dem Null trauen, was ihr dort gekauft habt. Das Bild, jetzt die Wurst schon weg. Ist Ptolemidia. Ist auf Ptolemidia geschrieben. Denn, soweit meine Lehrmeister mir gesagt hat, sind sie herausragende Illusionisten. Sag mal immer, kannst du lesen? Also deine eigene Sprache? Etwas Ptolemidia kann ich lesen, aber nicht viel. Kannst du mir vielleicht nennen, wenn wir heute Nacht Wache haben, mal sagen, wie man das hier liest? Ich meine, ich kann es zwar sprechen, aber ich habe noch nicht vorlesen und euch dann versuchen zu erklären, was die Zeichen sind, wenn ihr das nicht stört. Dann nochmal was. Gut, und während ihr dann Zelte aufgebaut habt, Wachen eingeteilt, so wie letzte Nacht, auch wenn euch immer noch der Kopf brummt, ihr total zerstört seid, aber die Wurst schmeckt, der Käse schmeckt, auch die einzelne Weintraube, die anderen starren jetzt ziemlich neidisch, auch wenn es unglaublich teuer war, aber auf die Essenssachen, die dann sich Abdullon geholt haben und auch Jerodin oder Jalan, der da noch was rausgefeilt hat. Nicht neidisch, nein, eher interessiert, wann sich das Fleisch vielleicht genau in Maden zurückverwandelt. Weil Illusionisten und Paktierer, also. Ich habe ja die ganze Wurst gegessen. Darkhard würde ein wenig missmutig da zu seinem Esel gehen und da einen Liter Dubioso rausnehmen und den trinken. Was mir jedoch viel gibt auch ein Stück Dubioso und dann bietet man den Stück Wurst an. Oh ja, gerne. Guter Tausch. Den Handel gehe ich auch rein. Hat irgendjemand eine Wunde durch Kälte? Nein, kein Alkohol. Ich habe eh schon Kopfschmerzen. Ich schenke dann in einen Tonkrug, den ich dann erst dem hohen Herrn natürlich gebe und danach Abdullon und daraus könnt ihr dann trinken. Abdullon zieht seinen eigenen kleinen Henkelzinnbecher, der außen komplett schwarz ist, weil er eben auch daran kocht. Wunderbar. Hervor. Ja, und Starkhardt selbst trinkt aus der Kanne. So wie sich das gezielt für einen Edelmann. Ein schönes Fauststück, großes Wurststück und noch ein bisschen Käse, was übrig ist, so ein Streifen. Ja, die Frage von Iolaos wurde wohl ignoriert, niemand hat sich zu beklagen und dann, ja, Stimmung ist wohl gut. Ich glaube, Arminian Laos, ihr seid einfach nur neidisch, dass ihr keine gute Wurst von dem Mann gekauft habt. Ich würde mir tatsächlich mal da diese Tauschgüter, die ich für meinen tollen Wein bekommen habe, erstmal auf meine Knie legen und gucken, ob damit irgendwas in der nächsten Zeit passiert. Nun, ich mache mir viel mehr Sorgen um eure Gliedmaßen. Sollte irgendwas abfrieren, beschwert euch nicht im Nachhinein. Ich habe ja gerade eben ein paar Würste und ein paar Käsestücke bekommen. Und achso, du meinst das Tauschding von Ömer, ja? Genau. Ja, nee, passiert nichts. Dann würde ich das wahrscheinlich nach 10-20 Minuten würde ich das dann auch dann mal probieren und genüsslich runterschlucken. Ja, schmeckt herausragend gut und du bist jetzt schon ganz schön, ja, vielleicht gierig nach mehr. Hat noch jemand was von denen? Ömer und Jalan drücken sich auch gerade den letzten Wurstzipfel rein und schmatzen laut Käse, Wurst, ein bisschen Fett, was dann in den Bart läuft oder am Kinn runter. Es ist richtig gute Wurst gewesen und weinst schon, drückst dir eine kleine Träne raus, dass es da nicht mehr gibt. Wie heißt der gute Gräum nochmal? Ringitz, komm herbei! Ich spüre jedenfalls die Wurst noch mit einem Schluck Dubioso runter und dann geht's wieder auf den Weg. Gut, Abdullon wüsste sich auch mal das Kinn ab. Ah, lass uns weitergehen. Das war richtig lecker.
Ich glaube, da kaufe ich mir nochmal eine Wurst, wenn wir die nochmal treffen. Und wenn die ganze Reise so läuft, kann ja nichts mehr schief gehen. Ja, nee, also wie gesagt, es war jetzt gerade abends und während ihr da gerade Zelte aufgebaut hattet und Wachen eingeteilt hattet, kam er dann da im Dunkeln schon runter und ist dann weitergefahren, im Dunkeln. Hat ihn also nicht gestört. Und ihr würdet dann jetzt in dieser zweiten Nacht die erste Feuerwache beginnen, wieder dann wahrscheinlich mit Jorga und Ragnar, der jetzt gerade ein Verlangen spürt, ein Verlangen, hättest du doch zugeschlagen. Dieses Körperkraft-Elixier, was er dir da angeboten hat, ist vielleicht echt nicht 30 Dukaten wert, aber gerade spürst du so eine Leere, die aus deinem Magen strahlt. Eine Leere, die du nur mit Körperkraft-Elixieren wieder wegmachen kannst. Dann würde ich statt dem Tattoo weiterstechen, Liegestützen machen. Ausgezeichnet. Schwitzt weiter und kannst dann nicht so sehr auf die Feuerwache achten. Jorga passt da eben auf, dass das Feuer nicht ausgeht. Passt auf Wölfe auf und dann kannst du die Wache abgeben an Jalan und Ömer. Auch die erwachen mit einem Knurren. Mit einem Knurren ist... die Wurst war echt gut, aber es war zu wenig. Gerade dadurch, dass ihr dann auch noch... Ja gut, zwei Käsestückchen noch draufgelegt, einen Wurstzipfel draufgelegt, aber... Na gut, jetzt das Buch kann man auch nicht essen. Ist nicht sehr erfüllend. Haben wir von dem Bock noch was? Was? Wovon? Von dem Bock. Von dem Bock? Ja, achso, ja, klar. Also Fleisch habt ihr sicherlich mitgenommen. Da ist ja genug Platz für Fleisch auf dem dritten Esel dann gewesen, den ihr mitgenommen hattet, oder auf den Pferden. Also da könntet ihr erstmal Rationen mitnehmen, abpacken. Trockenfleisch gebaut. Ja gut, dann möchte ich mir doch davon. Ja, es ist frisch und selbst geschossen. Das sollte ja nicht so ein befriedigendes Gefühl hervorrufen. Aber eigentlich gar nicht. Es ist überhaupt nicht befriedigend. Es ist halt nicht diese Wurst. Also der Käse fehlt. Und du hast doch kurz wieder so einen kurzen Flashback. Du siehst wieder vor deinen Augen Ringix, wie er gerade öffnet. Du siehst die Weinflaschen, Bosparagna, Bier daneben, gutes Bier aus Ferdok. Er hatte alles dabei, aber du hast nicht zugegriffen. Du hast dir nur dieses Buch geholt. Und dann ist diese Szene wieder weg. Du siehst den Wagen nicht mehr vor dir. Das ist einfach nur traurig.